Hallo und herzlich willkommen zu Skywise Minecraft Survival Folge 351. Schon fertig, okay, da kann ich erzählen. Ich habe nämlich jetzt nachgeschaut, warum es meine Mob nicht so richtig tut. Ah, so viel mein Blut nicht. Und zwar ist es so, dass soll ich jetzt noch mehr Steine mitnehmen? Dass die Mobs, wenn das Wasser hat, nicht können spawnen können. Glaube, ich nehme noch mehr mit. Und mache alles mit Cobblestone. Also. Die Mobs, die können nicht spawnen, wenn es Wasser hat, darum ist auch keiner gespawnt. Aber wir können jetzt Wasser ein- und ausschalten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht, gehabt, vor ein paar Jahren. Oder was ich glaube auch schon mal gesehen habe, ist, dass sie dass so die Linie gezogen haben und dann habe ich noch ein bisschen nachgeschaut und gesehen, dass man dass Mobs Trapdoors nicht erkennen. Also wenn man es im Dunkeln so feste Blöcke würde installieren über dem Wasser, würden die runterfallen, theoretisch, aber sie fallen nicht runter, weil sie merken, dass es gegen runter geht, außer bei Trapdoors, wenn die offen sind. Also ziehen wir ein paar Linien, jetzt halt auch mit Bruchsteinen rüber, im Dunkeln, wir müssen den Deckel wieder abnehmen und noch ein bisschen höher stellen und machen Trapdoors auf der Seite hin. Zum Glück haben wir ja hier Haufen Bäume gefarmt. Vorher. Da können wir nämlich ein paar Trapdoors machen. Müssen da oben, ich bin jetzt am überlegen, wenn wir schon etwas wieder hin tun, Fackeln brauchen wir. Eigentlich nicht. Haben wir nicht so viel. Da langt ein Stack. Machen wir mal Trapdoors. Ich muss jetzt mal schnell ausrechnen. Warte. Wir haben 3 mal 8 gibt eine Länge. 24. Das ist die Zeit. Und da gibt es 3 Kinder. Kinder oder zwei. Ich mag nicht zählen, nicht rechnen.
Ich weiß eh nicht mehr auswendig. Mal ein paar Raptors. Ich glaube, so viel brauchen wir nicht. Da haben wir sie ja schon. '64 wird wahrscheinlich eine Länge. Also 84. Eine Länge ist. Warte, jetzt rechne ich es doch schnell aus. Eine Länge ist 1, 2, ich glaube 3 haben wir es hinterher gemacht. Auf Breite. Breite natürlich. Gibt 24. Auf die andere Seite geht 48, also etwa 50 pro Länge. Dann können wir wie viele Linien ziehen? Wir haben 7 mal 3 geht 21 durch 4 durch 3. Geht 7. Können wir etwa 7 Dinger ziehen? 7 mal 50. Doch so viel. 350. Das ist doch ein bisschen viel. Da gibt es ja nicht so viel davon. He? Wir machen doch einfach mal. So geschätzt habe ich mich verrechnet. Gut. Das ist kein ganz. Mit dem ist noch beidseitig. Machen es vorne und hinten. Oder nur vorne. Oder nur vorne. Die müssen einfach auf eine Seite laufen. Die müsste auf eine Seite laufen. Da bringen wir mehr Linien hin. Wie lange sie braucht. Also haben wir hier 120, 240. Oh, das könnte glaube ich schon. Machen wir doch noch zwei. Wir haben ja genug. So. Gut. Oh. Schon geschlafen. Das Bett müssen wir noch mitnehmen. Wäre von Vorteil. Ist das kein grünes Bett? Ich weiß gar nicht, wegen dem Spawnen, wie jetzt am meisten würde spawnen. Ist das zu hoch ab oder nicht? Und wir probieren jetzt mal die nächste Möglichkeit aus. Dann müssen wir die Linie machen. Gesundheit, danke. Er ist immer noch hinter mir her. Hallo? Der beste Pfeilbogen. Also, das Bett noch mitnehmen zum Übernachten. Ich nehme mich zum Abfliegen. Gerade nicht mehr. Essen, es hat auch Länge. Geschmäuse, können wir gleich noch oder das da. Werkzeug haben wir alles. Das
brauchen wir noch? Pico haben wir, Schaufel, Trapdoor. Oder? Gehen wir mal schauen. So gefühlt ist hier noch niemand abgekommen. Das ist auch so, das nehmen wir noch mit und das ist so. Eis, Slow Falling. Sehr gut. Das ist also schon sehr hoch. Ich gehe hier, ob es da oben noch Mobs gibt. Also hier sparen wir jetzt ja keine, weil es Wasser hat. Jetzt haben wir hier innen so Sachen bauen. Die Frage ist jetzt, ob ich so passen soll, nicht wegnehmen oder nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. So. Jetzt habe ich alles weg. Automatisch Dinge abwandern in Kisten. In die Sortierkisten. Wieso bleibt der dort? Thank you.
Das macht es noch ein bisschen dunkler, das ist sehr gut. Müsste eigentlich hier schon können Mobs spawnen, weil dort Licht. Das Licht dort hinten ist ja relativ dunkel hier. Rein theoretisch. Lichtlevel, ich sehe das. Level. Server Light, no. Client Light, no. Das wird wahrscheinlich das sein. Ist doch gut sein. Vielleicht ist es einfach nur zu wenig. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Und zwar muss oben noch ein leerer Block sein, ist das gut. Aber da haben wir doch Hell. Wie viel Platz haben wir noch? Eigentlich keinen mehr, oder? Jetzt könnte sie spawnen, aber jetzt ist es hell. Irgendwann funktioniert das schon das Ganze. So. Und jetzt kann man. Der ist gefroren, super. Muss drauf schmelzen. Also warte, ich mache noch ein bisschen ein. Und zwar, wenn wir jetzt hier wieder einen würden, hin machen. Und die jeweils auftun, nicht mal runterfallen. Allerdings noch mit die eine Richtung. Wenn wir sie beide Richtungen wollen aufmachen, brauchen wir, haben wir weniger Spawnfläche. Ich glaube, ich mache es mal so. Okay. Ich glaube, es wird langsam dunkel dort und von dort unten her gesehen. Vorkommen, es hat mich jemand abgeschöpft. Aber
So. Jetzt die Frage ist, wie wenn wir es. Ich glaube, wir machen zuerst das Dach einfach weg. Das müsste eigentlich alles in die Sortiermaschine reingehen. Rein theoretisch. Also das, was natürlich da irgendwo liegen bleibt. Scheint sieht gut aus, Wasser, muss ich sagen. Obwohl es schon ein bisschen älter ist. Es gäbe auch neuere Versionen, da muss man aber ein bisschen etwas dafür zahlen. Projekt Luma, wenn ich das richtig gesehen habe. Wobei ich muss sagen, von mir aus gesehen funktioniert das perfekt. Also und es ist noch recht ressourcenschonend. Also das Einzige, was ich bräuchte, wäre eine etwas schnellere Grafikkarte. Da könnte die Range wahrscheinlich etwas erhöhen. Hier. Also die Sichtweite. Die CPU muss genug Power haben für so etwas. Jetzt haben wir ja gerade ein Problem liegen. He? Dort, wo es liegen bleibt. Auf der Stegenstufe. Die Frage ist jetzt, wenn wir anstatt der Stufe einen Block machen. Okay. Ich sehe das Ganze hier vereist. Nö, da macht keinen Unterschied. Haben wir noch Stufen? Eine haben wir noch eine Rette. Gut. Jetzt habe ich gerade das Steckding abgeschossen. Mit der wahrscheinlich die Sortiermaschine kaputt gemacht. Ich muss schnell schauen, wo das hingeht. Das Wasser. Wenn wir schnell schauen. Nein, es müsste. Das, was reinkommt, es müsste mindestens in die Richter reingehen, selbst wenn es nicht weitergeht. Also, es ist nicht verloren. Von dem her ist es gut. Und es ist eh noch ein Bruchstein, das meiste. Verreissen wir das Zeug da. Ich würde sagen, wir kumpeln doch ein bisschen rum. Nein, wir machen ein Ding hier. Wir bauen das Dach ab. Das, was wir so mühsam aufgebaut haben. Das ist ja mal das Ganze, ist ja eine ziemlich wässrige Sache.
Es verreiset nur das, was am Licht ist. He? So wie es aussieht. Ja. Die Frage ist, wenn wir zumachen, ob es immer noch verreist ist. Effizienz 4. Effizienz 4, okay. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, mal gut sammeln da, bevor es weg ist. Da ist gleich alles so Eis geworden. Mehr kein Ring dabei. Thank you.
So, jetzt nimmt es mich wunder, ob man die Eiswürfel wieder aufschmelzen können. Nehmen wir zum Beispiel zwei. Die müssten, glaube ich, mit Fackeln müssten die schmelzen. Ja. Jetzt noch ein bisschen Fackel. Also machen wir da weiter.
Wo muss ich denn da hinzielen? Nehmen wir lieber nichts in die Hand. Oh, geht's gar nicht. So. Gehen da alle Monster runter? Ist die Frage, ob sie da runtergehen. Ein Ding breit. Eh schon. Was gibt es alles für Monster? Wir haben vor allem Creeper, die wir wollen, werden wahrscheinlich runtergehen. Die hier ist ja schon immer vor die Nase. Zombies, die laufen ihm sowieso immer hinterher. Wir müssen eigentlich auch abgehen. Skelett, eigentlich auch. Ich glaube, das könnte länger. Müsste eigentlich länger. Ich kann da irgendwann mal rauf schauen. Welche Leute feststecken. So, aufmachen.